Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Italia-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Gras gemäht. Vielen lieben Dank für die Däumchen und auch für die ganzen Kommentare unter dieser sehr, sehr lustigen Folge. Habe ich ja mal ein bisschen das SIP-Mähwerk gezeigt und auch den, diesen Bandschwader. Ich glaube, Bandschwader hieß der. Sehr coole Geräte, da haben wir noch ein bisschen was eingesammelt. Ja, die Wege sind halt, oder hier Durchfahrten sind halt relativ klein. Ich wollte das einmal machen. Ich glaube, das machen wir nie wieder. Ja, sei es drum. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal weiter. Ich guck mal gerade, wo habe ich denn den... Ach, da steht der Antonio. Wo ich den geparkt hatte, wollte ich wissen. Da haben wir ihn. Und der fährt jetzt mal hoch. Und dann holen wir uns wieder das Mähwerk und werden heute quasi weiter mähen. Denn wir haben ja noch eine große Wiese. Und zwar ist das... Wo haben wir sie? Ist das diese Wiese? Diese Wiese, 53. Und die werden wir heute mähen. Wir müssen natürlich auch noch Bodenproben nehmen von unseren Feldern, denn wir sind ja auch wieder mit Precision Farming unterwegs. Das müssen wir auch noch machen. Ja, und ansonsten gucken wir mal weiter, ne? Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Wir müssen heute Sonntag haben. Und genießt ihn noch, ne? Wenn ihr nachher noch Lust habt, guckt gerne bei der FSL rein. GiantsSoftware.de auf Twitch heißt der Kanal. Da bin ich nämlich gemeinsam mit dem lieben Steve unterwegs und bei Giants im Studio in Erlangen und werde die Farming Simulator League quasi für euch kommentieren. Sehr coole Sache. So. Deswegen auch keine Streams am Wochenende. Sehr schön. Gut, fahren wir jetzt mal hier raus. Dann fahren wir mal zu unserer Wiese, die auch eine Feldnummer hat. Übrigens haben nicht alle Felder eine Nummer. Ne? Viele, aber nicht alle. Und mit dem Antonio hier fahren wir jetzt ja, zu unserem nächsten Auftrag. Da sehen wir ihn. Echt ein tolles Teil. Der hat auch hier diese LED-Blitzer, so moderne. Guck mal, die sind einfach hier so durchgelassen. Da ist so ein Anschluss. Und die sind, glaube ich, einfach nur so draufgesetzt. Sieht aber auch recht spektakulär aus, würde ich jetzt behaupten. Und fahren jetzt einfach mal rüber. Seht ihr schön, wie das Ganze flattert hier. Und ich mag diesen Antonio Calado. Das ist echt ein sehr, sehr schönes Gerät. Sehr agil, sehr schnell. Der sieht auch besonders bullig aus. Mit Doppelbereifung gibt es nämlich auch. Ein sehr cooles Gerät, aber ich fand das jetzt für die Straße ein bisschen too over. Und mit dem fahren wir jetzt zu unserer Wiese, Wiese 53. Wir müssen uns auch noch so ein Isaria Scout holen, nämlich hier so ein Vermessgerät. Ich muss aber trotzdem erstmal gucken, wie ich hier auf die Wiese komme. Ne? Ob hier irgendwie ein Tor ist oder eine Durchfahrt oder whatever. Da muss ich erstmal gucken, wie ich denn da rankomme. Ne? Vielleicht fahre ich auch erstmal mal außen rum. Ach hier, guck mal. Nehmen wir doch das direkt. Hier können wir rauffahren. Da ist die Wiese. Tipptopp. Machen wir mal die runden Leuchten aus. So. Drücke mal Shift B. Blub. Ui, da kriege ich einen Drehwurm, hör mal. So, und dann können wir jetzt hier den ganzen Spaß aufklappen. Ja, wir können jetzt hier die Wiese runtermähen. Ne? Wir schalten das Mähwerk mal an. Wir sind jetzt hier direkt an der Straße unterwegs. Da sind wir. Ja, ist, glaube ich, sogar ein langes Stück, ne? Ist das das längste Stück hier? Wenn wir hier lang fahren? Ja, er zeigt mit dem Pfeil da, weil da die entsprechende Nase des Fahrzeuges ist. Aber wir haben uns natürlich umgedreht. Ich würde sagen, wir stellen das mal kurz ein. Mal VCA an, dann geht das Ganze ein bisschen seichter. Ich hoffe, das passt jetzt hier von der Tour. Ja, das sollte reichen. Und jetzt mähen wir die schöne Wiese runter hier. Schön nochmal mit dem Zug im Hintergrund. Ne? Ja, und dann mähen wir den ganzen Spaß jetzt hier. Und dann werden wir das Ganze schwaden, werden das dann noch zusammenlegen. Und deswegen habe ich mir auch diesen Bandschwader geholt, weil wir hier auch ein bisschen Gefälle drin haben. Und das dann halt ein bisschen auch, ja, bisschen weiter runter zu legen, damit unser Fiat dann später nicht so wirklich diese großen Strecken
da fahren muss oder auch, weiß ich nicht, durch ein steiles Gehänge oder so fahren muss. So, wir fahren jetzt erstmal hier so ein paar Vorgewände. Und deswegen. Ach, guck mal, hier oben war die offizielle Zufahrt. Okay, das wäre gewesen über... Ach, hier hoch, guck mal. Da ist die offizielle Zufahrt. Gut, wieder was gelernt. Da muss man immer mal ein bisschen gucken. In der Regel immer bei der Feldnummer wurde mir geschrieben. Stimmt, jetzt wo ich mich daran erinnere. Und die Feldnummern sind sie meistens auch die Zufahrten. Ich glaube, das hatte ich schon mal in der anderen Folge gefragt. Und da ihr natürlich aufmerksame Zuschauer seid, schreibt ihr doch immer was rein. So. Mit dem Vorgewende ist natürlich ein bisschen tricky, weil sie durch, sag ich mal, sehr viel Gestrüpp geht. Oder auch Bäume. So. Tipptopp. Haben wir gleich das erste Vorgewende schon ready. Ich werde so 2, 3, 4, 5 Vorgewende fahren. Und das Fahrzeug eignet sich auf jeden Fall sehr, sehr gut dafür. Na, guck mal hier, wie er sich anpasst. Ne? Also auch von den... von dem Geläuf hier. Na, guck mal. Zack, zack. Die Reifen passen sich natürlich auch den Untergrund an. Der ist ein bisschen uneben hier und deswegen dachte ich mir, okay, nehmen wir dieses Mähwerk, weil ich glaube, das eine oder andere Mähwerk, was ja ein bisschen größer ist, würde sich da bei dieser Wiese auf jeden Fall schwer tun. Ne? Und links sehen wir natürlich auch den Ertrag dieses Feldes. Der ist, scheint recht hoch zu sein. Ne? Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das kommt halt immer so ein bisschen darauf an, inwieweit, wir machen das mal wieder hier mit VC. Inwieweit das Ganze dann auch vorgedüngt war. Aber das scheint ein sehr gutes Feld zu sein. Und guck mal, wir arbeiten hier mit 20 km/h beim Mähen. Das ist sehr, sehr fix, ne? Also echt ein sehr, sehr cooles Gerät. Und auch ein cooles Mähwerk, ne, was wir hier haben. Mit dem können wir sehr, sehr gut arbeiten. Klar, man kann hier auch noch eine Fronthydraulik dran packen. Das geht natürlich auch. Wäre auch möglich. Da könnte man beispielsweise zwei Arbeitsschritte auf einmal machen. Aber ich glaube, dafür reicht die PS nicht aus bei dem Gerät. Der hat nämlich, glaube ich, nur 90 oder 100 PS. Das ist jetzt nicht so viel. Müsste man mal testen irgendwann. Dass wir vielleicht noch so eine Fronthydraulik ausrüsten, weil so eine Dreipunktaufnahme, die wäre möglich. Aber ob der dann vielleicht gleichzeitig mähen und auch schwaden kann, das wage ich jetzt so ein bisschen zu bezweifeln. Wir müssen ja auch noch das Ganze zu Heu wenden. Das werden wir auch noch machen. So. Fahren wir auch noch mal rum. Und die Wiese ist halt nicht besonders groß. Ne? In der Mitte zwar ein bisschen mehr als hintenrum, aber ja, gucken wir mal. So. Dann haben wir gleich das zweite Vorgewende hier fertig. Sehr schön. So ein bisschen einlenken. Und durch die Allradlenkung ist der halt super agil. Tipptopp. So. Und dann haben wir schon wieder genug Heu. Können das restliche Heu dann irgendwie noch einlagern. Müssen wir uns mal angucken, wie wir das genau machen. Schauen wir einfach mal. Die Silos vom Edo sind sowieso, glaube ich, Multisilos, so wie ich das richtig verstanden habe. Das heißt, da kann man auch wirklich alles reinpacken. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber ich meine, dem wäre es so gewesen. So, da wieder hier. VCA, wupp, wupp. Ja, und da fährt er wieder hier richtig schön die Bahn ab, ne? Mal, wer da richtig gut unterwegs ist. Tipptopp. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hier nochmal ein bisschen quer. So 2, 3, 4 Mal, damit wir hier auch eine bessere Wendemöglichkeit haben. So, einmal hier quer. Bis oben an die Spitze. Dann nochmal drehen.
Achtung, Baum hinter uns. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, ich fahre nochmal rauf und runter. Dann haben wir genug Wendemöglichkeiten, wo wir dann nämlich dann auch in den VCA-Bahnen wieder fahren können. Ach, guck mal, brauche ich noch nicht mal. Ist natürlich ein bisschen gekurbel hier am Hang. Aber ich denke, das passt schon so ganz gut, ne? So, einmal rauf, einmal runter gleich noch. Sehr schön. Weiter geht's. Let's go. So, cool. Dann haben wir das hier soweit schon mal fertig. Können dann hier nochmal in die nächste Spur rein. Ich glaube, das passt soweit. Zack, let's go. Na komm, Tempomat rein. Ja, und dann fährt er wieder hier, ne, an der Straße. Den ganzen Spaß hier richtig schön rein. Ne? Sehr gut. Dann gleich oben nochmal und ihr seht, es geht recht fix mit dem Gerät. Ne? Und das reicht auch für den Anfang erstmal aus. Sollten wir natürlich später mehr Wiesen haben, müssen wir nochmal gucken, dass wir dann vielleicht immer nochmal ein anderes Gerät nehmen hierfür. Ich gehe mal kurz wieder aus der Bahn raus. Ich fahre jetzt hier nochmal die Bahnen ein bisschen quer, damit wir hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wendemanöver haben, weil hier oben ist der halt ein bisschen breiter. Aber es macht wirklich Spaß, mit dem Gerät hier unterwegs zu sein. Und das Ding ist richtig flott. So. Und wendig. Was halt auch sehr wichtig ist. So, warte mal. Hier sollte es, glaube ich, reichen, um zu wenden. Ich fahre jetzt hier einmal gerade runter. Dann mache ich den Spaß jetzt hier gleich mal komplett weg. Dann hätten wir nämlich da ausreichend Wendemöglichkeiten. Sehr gut, sehr gut. Ach, ist das herrlich. So. Kann er fast auf der Stelle drehen. Apropos auf der Stelle drehen, ne? Bald kommt ja das neue Vermeer-DLC raus. Im August. Und da gibt es ja eine Selbstfahrpresse, die auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Und die werden wir auf jeden Fall auch mal testen hier auf der Map. Eine selbstfahrende Ballen-Rundballenpresse. Und da bin ich auch mal gespannt. Pumps and Hoses kommt ja im September, kurz nach meinem Geburtstag. Und dann im November kommt ja die Platinum Expansion mit der Marke Volvo, mit einer neuen Map, mit neuen Holzverarbeitungsmöglichkeiten. Es wird, glaube ich, großartig werden. Da freue ich mich auch schon persönlich sehr drauf. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann werden wird. Jetzt können wir auch gleich das Wendemanöver von VCA nutzen. Ne? Steuerung links und D. Also die Steuerungstaste auf der linken Seite und die Taste D, wenn ihr das einmal hier aktiviert habt, geht das nämlich. So, ich mache das mal jetzt. 1, 2, 3 und hepp. Nee. Ach nee, ich muss ja andersrum denken. Null. Stimmt, wenn ihr das gedreht habt, müsst ihr andersrum denken. Das heißt, ihr müsst dann statt links rechts machen, weil VCA erkennt diesen Wechsel des Fahrzeuges nicht. Versteht ihr, wie ich meine? So, das heißt, wenn ich jetzt links wechseln will, muss ich nach rechts drücken, weil ich ja rückwärts fahre eigentlich. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Weil das Gerät ist ja rückwärts am Fahren, das seht ihr unten an dem Pfeil. Jetzt, wenn ich nach links wechseln möchte, bei dieser Variante, muss ich Steuerung D drücken und A für rechts. Natürlich, wenn ihr vorwärts fahrt, hat das keine Relevanz für euch. Ne? So, guck mal, er wechselt jetzt in die nächste Bahn. Zack. Er fängt sich dann relativ fix. Und so
habt ihr halt ein Wendemanöver drin. Ob ich das unbedingt mit 20 km/h machen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Ich weiß nicht, wie da der Schwerpunkt ist. Man würde natürlich, glaube ich, ein bisschen bremsen und das nicht bei voller Fahrt machen. Ich habe jetzt hier den Tempomaten aktiv, sodass er das automatisch macht. Es sieht ein bisschen wild aus, das werdet ihr gleich sehen. Wenn ich das jetzt einfach mal so mache, es sieht ein bisschen... Oh, es geht eigentlich. So, das swipet er mal kurz mit und dann ist er relativ fix wieder drin. Ne? Ich glaube, mit 20 km/h so in die Kurve zu brettern, ist jetzt gerade nicht die klügste Idee. Aber ich finde die Funktion vom VCA, dass er halt eben halt die Spur wechseln kann, auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ne? Wenn ihr genau wissen wollt, wie VCA funktioniert, schaut gerne bei Mario Hirschfeld vorbei auf seinem YouTube-Kanal oder auch beim lieben Randy auf Kornhub. Wir haben da zahlreiche Tutorials dazu gemacht oder Erklärungen. Ihr wisst ja, Randy eher so in Kurzform und Mario sehr ausführlich immer. Ich denke, da ist dann auch für jeden Geschmack, ja, sagen wir mal, was dabei. Ne? So, machen wir mal fix den Screen hier. Blup. Dann müssen wir einmal wieder umdenken. Das heißt, wir wollen ja gleich nach rechts. Dann muss ich hier mal auf links drücken. Ihr könnt natürlich auch den Speed rausnehmen und das manuell wenden. Ich glaube, das läuft ein bisschen sauberer und würde dann auch ein bisschen schöner aussehen. Und dann den Tempomaten wieder rein. Ihr könnt natürlich auch ausheben, wie ich das in den vorherigen Bahnen gemacht habe. Aber ihr seht schon, es funktioniert sehr, sehr gut mit dem Wendemanöver. Und wenn man sich jetzt hier mal den Antonio anschaut, der macht seine Arbeit recht schnell. Klar, er hat jetzt natürlich nicht so die Arbeitsbreite, aber im Endeffekt funktioniert er schon ganz gut. Ne? So, jetzt haben wir ein bisschen zu früh gedrückt. Ah, nee, doch, das passt noch. Dann hat man hier nochmal die ja, schöne Kamerafahrt. Dem wirklich sehr, sehr tollen Gerät. Ne? So, hier gehe ich mal aus der VCA-Spur einmal raus, mache das einmal manuell, denn hier im hinteren Bereich sind wir schon fertig und wir haben, wie ihr gesehen habt, auch gar nicht so lange gebraucht. Ne? Also es ist relativ schnell vonstatten gegangen, möchte ich sagen. So, tipptopp. Und dann nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ups, gefettfingert. Und können dann hier den letzten Rest auch noch fertig machen. So Leute, ich würde sagen, das soll es dann für heute erstmal wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge zur Italia-Map. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen lassen, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, einfach ein Däumchen dazu lassen, ne? Nach oben natürlich immer. Und ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns, sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.